So, damit hallo und willkommen wieder zurück zu Let's Play Formel 1 2012. Ja, wir machen heute weiter hier in Kanada in unserem 7. Rennen der Saison auf der Strecke Montreal. E-Mails habe ich jetzt, wie ihr seht, schon gelesen. Grund ist einfach, ich hatte gerade einen kurzen Aufnahmefail, aber die können wir uns jetzt einfach nochmal angucken. Ist ja nichts Großartiges passiert. Wir müssen auf jeden Fall hier in Kanada, denke ich, doch einiges wieder am Platz gut machen. Ich hoffe mal, dass wir punkttechnisch vielleicht die Rest überholen können. Oder zumindest an ihn rankommen, weil ich möchte doch schon gerne bis zum Ende der Saison noch irgendwas gerissen haben. Da eben, sonst kein Team auf uns aufmerksam wird. Und das wäre natürlich echt schade, in der zweiten Saison bei einem scheiß Team zu fahren. Training, wie ihr seht, haben wir irgendein Ziel, weil das ist das Zahlenrad da drüber. Aber na gut, schauen wir doch erstmal. Wir haben drei E-Mails bekommen, einmal zum Renninfos. Höchstgeschwindigkeit sind dort 320 km/h, das ist eben auf dieser Geraden da eben vor der Box, wie ihr seht. Ich mag die Strecke eigentlich sehr gerne. Muss gucken, wie die sich hier im Spiel fahren lässt, aber ich mag es sonst eigentlich sehr gerne, gut zu fahren. Problem ist, wir haben, wie ihr seht, im Qualifying Regen. Das ermöglicht natürlich nicht allzu gut schnelle Zeiten. Und aber gut, dass wir im Training halt schon mal so ein Ziel haben und da fahren müssen. Dann kann ich mich nämlich schon mal auf trockener Strecke anfahren, auf der Strecke, die sich so anfühlt. So, mit dem Reifenverschleiß ist ja nichts Besonderes. Und das waren die Daten zum letzten. Wir haben aktuell keinen Punkt. Wir haben einen Punkt, da hat er mehr, schnellste Runden hat er mehr, Sieg mit Qualifying hat er zwei mehr. Podiumsplätze sind immer noch ausgeglichen. Das werden wir aber sicher nicht schaffen. Und naja. Betroffen haben wir ihn gerade zweimal. Das ist natürlich sehr schade. Wir müssen natürlich dann noch ein bisschen mehr rausholen. Aber gut, wir werden das schon schaffen. Wir gehen jetzt nach Kanada, nach Montreal. Und dort werden wir die Western ein bisschen aufs Maul geben. Ist zumindest mein Ziel. Also mein Ziel ist einfach vor die Western landen. Wir müssen mit allen Belangen die Western besser überholen und schneller fahren als er. Um überhaupt was reißen zu können. Circuit Gilles Villeneuve. Ziel F und E, weiche über mehr als 85% einer... Ja, wir sollen das lesen können. Ziel F und E, so. Dein Wagen hat einige Optimierungen an der Karosserie erhalten, durch die der Luftwiderstand etwas reduziert werden sollte. Aha. Ah. Heckflügel reduziert den Luftwiderstand um 5%. Das ist ja schon mal... Wollen wir aber wetten, dass das Ding wieder aufwenden, bis das Rennen nicht funktioniert? Ja, hundertprozentig nicht, weil es wieder so scheiße auf Fehlsch geschlägt. Weiche über mehr als 85% einer einzelnen fliegenden Runde um maximal 3,5% von der Ideallinie ab. 3,5%. Also wir sollen möglichst lange auf der Ideallinie bleiben, so habe ich das verstanden. Reduziert den Motorverschleiß um 10%, das klingt doch schon mal sehr gut. Das wollen wir nochmal annehmen. Los geht's. Heute prüfen wir die Geometrie des Autos. Bleib während des gesamten Rennens so dicht wie möglich an der Ideallinie, damit wir die Lenkung prüfen können. Okay, darum geht es also. Das ist also kein Ding, Chef. Ich mag die Strecke also sehr gerne. Ich finde sie sehr gut zu fahren. Ich kenne hier auch gut die Ideallinien. Ich weiß, wie ich hier zu fahren habe. Also kein Ding. Zum Glück ist das nur eine Runde, die wir jetzt hier so halten müssen. Ich kenne die Ideallinie aber halt recht gut. Deswegen weiß ich, wo ich bleiben fahren muss, damit ich die hinkriege. Der Zeit ist ja scheißegal. Ach doch, wir haben eine Zielzeit. Oha, so viel zum Thema ist ja scheißegal. Lass den Alpin mal quatschen. Der redet sicher schon richtige Sachen. Ja, ich fahre jetzt gerade ein bisschen mehr auf Sicherheit, weil ich will ja auf der Ideallinie bleiben und dann kann ich es mir nicht leisten, in die Wiese zu fahren. Oh, das war ein bisschen zu viel gebremst, aber gut, egal. Ja gut, die Zielzeiten sind meist im F und E voll einfach. Also ist nicht das Problem, in Zielzeit zu schaffen. Diese meist so gut gesteckt, dass es kein Ding ist. Wir sind ja locker bei den 85%. Gott, wir fahren fast 100% haben wir hier. Die Zeit schaffe ich auch locker. Ey, Gott, das ist doch mal ein Traumtest für unser Team. Hallo? Großartige Daten. Damit können die Mechaniker das Auto weiter optimieren. Das ist doch schon mal sehr schön. Haben wir nächstes Upgrade-Teil bald frei beim nächsten Rennen voraussichtlich? Das freut mich doch, Jungs. Ja, ihr seid super Leute. Hab ich gut gemacht. Ja, hab ich gut gemacht. Ja, du bist scheiße. Ich bin besser. Ja. Kriegst du aufs Maul während der Saison. So, ich meine natürlich, du bist ein super Teamkollege. Ja, der ist doch super, der Teamester. Ja, findet ihr auch. Ja, der ist super. Ja, hörst mir nicht zu, Arschloch. Nee, ich bin hier voll ignoriert. So, Karre abstehen reicht. Das ist der 18. Platz.
Platz 18. Ist mir eigentlich sowas scheißegal, weil ich einen Platz nicht im Training habe. Das ist auch total unwichtig. Okay, ich habe gerade gesagt, ich wollte schon gerade sagen, es regnet nicht, es tröpfelt leicht. Am Intermediates drauf, oder? Werde 19. oder besser. Das ist ein gutes Ziel. Was haben wir für Reifen drauf? Intermediates, ne? Wir haben das Auspuffsystem des Wagens modifiziert. Sie sollte den Motorverschleiß etwas reduzieren. Alter, ey, die Karre ist ja bisher ganz gut, ne? Muss ich mal so sagen, das haben wir jetzt auch schon drin, geil. Es wird nicht leicht, die nächste Qualifying-Session zu erreichen, aber wir wissen, dass du dein Bestes gibst. Okay, Chef, erstmal, wir haben zwar so weiche Reifen, obwohl es draußen nass auf der Strecke ist. Ja, das wollen wir mal sehen, wie das ablaufen soll. Hat der weiche? Ja, hat er, okay. Ich wollte nur mal gucken, nicht, dass ich jetzt hier plötzlich der Einzige bin, der mit weichen Reifen rumjuckelt. Ach, scheiße, so. So. Kacke, er ist draußen. Ja, ich wollte jetzt gerade mal gucken, welche Reifen er drauf hat. Aber leider ging das jetzt nicht mehr, weil er ja schon rausgefahren ist. Aber naja. Sicher nicht der Einzige mit Weichen, hoffe ich mal. Und wenn die Strecke jetzt gerade nicht allzu trocken ist, wie ihr seht, es regnet ja. Und die Reifen mal ein bisschen anfahren, damit die hier Grip noch haben. Jetzt haben sie ja keinen. Diesen Körper kann man ziemlich brutal anfahren, also darf man zumindest. Das Spiel erlaubt es einen, ohne eine Zeitstrafe davon zu kommen. Hab mich etwas wundert, aber ich nehme das natürlich gerne entgegen. Scheiße, ich habe das Schnellsetup nicht eingestellt. Warte mal ganz kurz. Ja, ich habe Schnellsetup nicht drin. Das stört mich gerade, das brauchen wir. Fuck. Ach, scheiße. Das hätten wir nur im Training einstellen können. Ach. Bullshit. Ganz einfach. Ja, der hat nicht super Weiche drauf wie ich. Der auch nicht. Egal, ich schaff das schon. Fällt mir gerade auf die Schnellste, aber sobald man das erste Mal gefahren ist, kann man es nicht mehr umstellen. Wir sind im Training gefahren, also durften wir es nicht mehr umstellen. Schade. Hätte ich mal dran denken sollen. Habe ich aber nicht, schade. Gut, selber schuld. Wer nicht aufpasst, muss mit den Konsequenzen leben, ne? So ist das Leben. Ich glaube, wenn man Reifen draufziehen sollen, die super weich sind, glaube ich, etwas scheiß vom Grip jetzt her. Falls mal eine Runde testweise, dann sehen wir ja ungefähr, wo wir leiden von der Zeit her. Jenseits von der Strecke, Alter, das geht gar nicht. Ist viel zu rutschig. Scheiße, was nehmen wir jetzt für Reifen? Komm, hauen wir Intermediates drauf. Ich wette, das ist eine gute Mischung. Na, schaffen wir das, Jungs? Wird klappen. Hoffe ich mal. Sind wir nämlich jetzt gleich schon raus, wenn es so weitergeht. Es regnet noch, oder? Alter, willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Jetzt hat es aufgehört zu regnen. Du bist doch scheiße, bist du doch. Ah, jetzt habe ich auch kein DS währenddessen, ne? Ja, mit Dynamit hat man kein DS, stimmt ja. Wie sollte ich wechseln? Hallo, das läuft doch perfekt so. Fettes Benzingemisch. Und los geht's. Ich habe jetzt zwar kein DRS, aber trotzdem. Alter, was kriege ich denn hier? Gar keinen Grip mit dem Auto. Ich hasse Regen in dem Spiel. Ich bin mir nie sicher, was richtig ist und was falsch ist. Irgendwie sind mir alle Reifen, die ich wähle, komplett für den Arsch. Ja, und Schiss. Oh, Hallöchen. Das ist so langsam echt für den Arsch. Sorry. Wie viel Zeit haben wir jetzt noch in der scheiß Qualifying Session? 5 Minuten, ey. Das ist doch... Die hat eine harte, ne? Ich nehme es trotzdem bei. Ich bin mir doch egal. Jetzt hängt sie dann... Gerade hat sie mir getröpfelt. Was soll denn der Scheiß jetzt? Egal, wir schaffen das jetzt. 1.19 ist drin. Wenn ich nicht zu blöd fahre, kriege ich das hin. Auch mit Trockenreifen, auch mit Regen. Scheiße, ey. Komm,
komplett am Limit hier. Ich muss hier alles rausholen. Es geht ja gar nicht anders. Alter, nee, nicht cool. Oha, ey. Also wie ihr ja, denke ich mal, alle wisst, ich hasse nasse Strecken. Ich bin total kein Freund in dem Spiel, weil ich überhaupt nicht weiß, welche Reifen ich wählen soll und was. Das Spiel sagt mir, nimm Trockenreifen, die Karre rutscht. Dann nehme ich mal Regenreifen, weil ich denke, es ist dann besser, rutscht die Karre nur noch und dreht sich. Alter! Ich bin mir halt nie sicher, was irgendwie die richtige Reifenwahl hier ist. Ich nehme irgendwie immer die falsche. Weil wie ihr seht, sind wir jetzt hier schon wieder sowas von mit Scheiß mit den Reifen dran. Noch 3 Minuten. Das geht überhaupt nicht. Ja, von der KI ist überhaupt keiner draußen. Ach doch, ein, zwei fahren mal irgendwo da und da hinten rum so ein bisschen. Du musst mindestens Platz 17 holen, um in die nächste Session zu kommen. Ihr wollt, dass ich 19 Uhr besser werde, das sollte ich noch hinkriegen, hoffe ich mal. Ich hoffe mal, dass ich Platz 19 oder sowas noch schaffe. Das wäre schon mal ein kleiner Erfolg in die richtige Richtung. Nun muss ich erstmal auf 19 kommen. Das wird nämlich schon das erste Problem aktuell. Keine Sorge, Chef. Problem ist, ich kann mit diesem Reifen hier einfach gar nicht pushen. Geht gar nicht. Die Gegner können hier fahren wie die Bekloppten mit ihren harten oder sonstigen, aber ich kann hier mit... Mir ist es ein Rätsel und ich weiß auch nicht, wie ich das zu lösen habe. Sorry, das ist einfach blöd. Die KI kann fahren, wie sie will, kann alle Reifen nehmen, wie sie will und kann fahren wie die Bekloppten. Sondern ist unser Ingenieur sowieso der größte hier importierte Vollaffe. Ja, sorry, wen haben sie denn hier eingestellt? Er hat keine Ahnung von Reifen oder sonstiges. Dein... Oh, scheiße, hat sich erledigt. Kacke. Toll. Ich kann als letzter starten. Läuft gut, Jungs. Das Ergebnis ist alles andere als gut. Position 24, letzter Platz. Alter. Das Spiel ist doch sowas von gegen mich. Ja, halt's Maul, ich bin letzter geworden, ich weiß. Danke, du mich auch. So viel zum Thema, hier können wir was reißen. Arschlecken. Da sagt ihr mir, ja hallo, fahr erstmal raus mit Trockenreifen. So, nein, dann fahr plötzlich raus mit Regenreifen. Dann fahr wieder raus mit Trockenreifen. Nee, ist auch falsch. Die KI kann fahren, was sie will, ist trotzdem 4 Sekunden schneller. Das ist so für den Arsch, diese... Oh, Mann. Sorry, das ist echt so ein Bug, das ist vielleicht kein Bug, aber vielleicht komme ich damit einfach nicht klar. Es kann auch sein. Ich bin einfach zu blöd dafür. Ey, komm. Na, ich bin natürlich nicht angefahren, bescheuert. 18 Runden? Ja, Runde 8 ist schon okay. Ja, komm, fahr mal raus. Wir haben eh nichts zu verlieren. Ist ja so. Es geht hier um volle Attacke. Ich muss alles riskieren. Welcher Platz muss ich nochmal werden? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ne, wird hier nicht angezeigt. Schade. Ne? 22. Okay. Wird ja gerade angezeigt, stimmt. Ich versuche jetzt hier schon mal hier hinzufahren, weil dann bin ich gleich in. Oh, hier liegen aber, wow, hier liegen aber schon die ersten Teile. Hat's schon geknallt. Hinter mir ist die Wester. Ich bin sogar schon vor meinem Teamkollegen. So fährt man hier. Da hinten hat es auch gescheppert, da hinten ist nämlich einer langsam geworden. Der wird gerade durchgereicht. Ah, die Wester ist glaube ich kaputt, kann das sein? Ah, haha, will ich wieder vor meinem Teamkollegen landen, geil. Traumhaft.
kann ich jetzt im Rennen schon was gut machen. Und wir sind gerade von 24 auf 12 vorgefahren. Hey, das ist schon mal nicht der ganz schlechte Anfang, würde ich jetzt mal sagen. Ja, er hat Windschatten von dem Vordermann, dem Ferrari. Ich habe natürlich jetzt hier keinen Windschatten von ihm. Wow, wow, scheiße, das war knapp. Wow. Also ich kann mich ja erinnern, dass man da ziemlich abheben kann, aber dass man so ausgehebelt wird, das war jetzt mal richtig knapp. Das war jetzt gerade knapp vor einem Unfall. Der nebenbei dann selbst verschuldet gewesen wäre, aber gut. Ja, er ist kaputt, hat ein Auto kaputt. Nicht schlecht, Herr Specht. Hat er sich die Karre kaputt gefahren. Glückwunsch, Paul, du Lusche. Hey, der Sauber ist schneller als meiner. Merke ich gerade zumindest mal so an. Obwohl die sich da gerade ziemlich fighten, also ich kann jetzt wieder rankommen, weil die sich da natürlich nicht gerade wenig Platz lassen. Also, die lassen sich echt wenig Platz. So, jetzt bin ich wieder an der Gruppe dran, nachdem ich ja gerade wegen dem Supersprung, den ich da hingelegt habe, wie Superman erstmal abgelassen habe, aber gut. Das sollte ich jetzt wieder ausgleichen können. Ja, realistisch und elegant über die Curbs fahren kann ich nicht. Nee, geht nicht. Ich versuche einfach die Notlösung zu finden. So, DRS haben wir jetzt. DRS den Regeln entsprechend verwenden. DRS ist aktiviert. Da muss ich aber erstmal in die Zone kommen von Kobayashi, um es einsetzen zu dürfen. Wow, das war knapp. Ja, es wird echt ein nervig schweres Rennen, weil diese S-Kurven, die machen einem doch schon, können einem schnell mal die Karre kaputt machen. Jetzt habe ich wieder zu viel verloren, um in die DS-Zone zu kommen von Kobayashi, schade. Ich denke mal, hier würde jetzt gemessen werden. Aber Kobayashi, wenn er Glück hat, kann er jetzt am Ferrari vorbeiziehen, ne? Ist der Abstand ja noch größer. Oder hat er DRS? Ja, er hat den. Guck, ja, um die Frage, ob er DRS hat, kann man glaube ich jetzt geklärt haben. Wie er so wegzieht, das geht nicht ohne DRS. Upsi. Lalalala. Ich hab mich abgekürzt, ne? Ich bin nur elegant über den Curb gesprungen. Nach allem, was wir wissen, ist Tavernier in den nächsten 5 Runden ein Boxenstopp fällig. Wie bei jedem im Feld, Kollege. Wie in den nächsten 4 Runden. Das haben wir vor uns, Massa. Hätte nicht gedacht, dass ich in diesem Rennen mich mit dem Ferrari kloppen könnte. Wohlgemerkt, ich bin davon 24 gestartet. So geht der geht die Position jetzt eigentlich vollkommen klar. Wir sind nur 2 Sekunden hinter ihm. Gib Gas. Oh, komm schon, die S-Zone wäre echt geil, wenn ich das hinkriegen könnte. Nee, schade. Ja, die haben jetzt gegenseitig immer DS. Das Problem ist, hier auf der Geraden können sie mir deswegen wegziehen, weil sie immer gegenseitig mit DS hochhalten können. Ach, so scheiße. Ja, aber ich würde schon gerne da mitfighten können. Top 10 ist jetzt drin eigentlich, wenn ich jetzt da vorne in die Gruppe mit reinkomme. Nach hinten habe ich jetzt erstmal gut Luft. Das ist kein Ding erstmal nach hinten. Hinten sollte ich also erstmal keine Probleme kriegen.
Ich würde halt nach vorne schon gerne attackieren können, nur ich komme nicht ran an ihn. Der Abstand bleibt konstant über 2 Sekunden. Das ist echt scheiße. Und wieder setzen sie DRS ein. Das ist wie so ein Katzen-Maus-Spiel. Hier an diesem Stück komme ich da mal ran, wegen der Hahnarne-Kurve. Und dann können die drei Kollegen alle ihr DRS durchschalten. Und dann bin ich natürlich wieder der Arsch, der nicht mehr mitkommt. Weil ohne DRS bin ich jetzt hier ziemlich hilflos. Oh, Raikön ist 13. Oha, ja, toll. Jetzt habe ich einen Lotus hinter mir. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl. Raikön kann schneller aufholen. Der, mit der Lotus ist schneller als von Verne, der Wagen. Scheiße! Muss mal ein bisschen Gas geben. Jetzt kann ich mich gleich mit Raikön kloppen. Dann kann ich das Duell hier nach vorne direkt verabschieden. Ja, so viel zum Thema, ob Raikön schneller ist. Guck ich mal die Zeit an, die er da oben hingepfeffert hat. Er ist 2 Sekunden schneller gewesen die letzte Runde als ich. Die Lücke zu deinem Vordermann beträgt 2 Sekunden. Komm schon, in 2 Runden muss ich nämlich schon zum Boxenstopp. Ich würde bis dahin gerne noch einen von denen gekriegt haben, damit ich den nach dem Boxenstopp vielleicht offiziell mich dann absetzen kann von ihm. Komm schon. Ist mal zu viel gebremst. Boah, wie Raikön direkt da hinten abzieht von den Gegnern, das ist schon nicht normal. Der Lotus hat schon ordentlich Dampf, ist einer der besten Autos in der Formel 1, das ist das Problem. Den kann man schon mit so Ferrari und so einem Koda vorne vergleichen, die gerade vor mir wegziehen, das ist das Problemchen. Oha, der kommt aber ran. Scheiße. Gerade hatte ich mit Van noch keine Probleme, jetzt habe ich aber eins. An die Konsorten komme ich jetzt aber gerade auch ran. Oh, in den Sektor absolute Bestzeit gefahren, wow. Nicht schlecht, das hätte ich jetzt sicher erwartet. Absolute Bestzeit, wow. Gut, Nachteil ist, ich habe jetzt keinen DRS, die können ja im letzten Sektor auf jeden Fall besser und schneller fahren als ich. Problem ist, der Kollege hinter mir kann gleich DRS anschalten, so wie es ausschaut. Oder? Nee, kann er noch nicht. Ha. Aber die vor mir wieder. Oh, jetzt hängt das wieder an. Jetzt hört doch mal auf. Können die nicht mal ein bisschen voneinander absetzen, dass sie kein DRS mehr haben? Weil ich will endlich mal da vorne reinkommen in die Gruppe, weil sonst habe ich mit Raikön hier ein Problem. Ein, was ich nicht so wirklich bekämpfen kann. Weil ich mit meinem Wagen dagegen hilflos bin. Oha! Der kommt immer näher und nächste Runde ist Boxenstopp. Nach dem Boxenstopp ist er vorbei, damit kannst du rechnen. Halleluja! Ich würde ja gerne mal da vorne jetzt mitmischen, weil ich habe. Scheiße, ja gut. Na komm, zieh durch. Das war jetzt ein eigener Fehler, das war selbst verschuldet. Ja, spätestens auf der Geraden habe ich mit DRS. Vorher brauchst du jetzt auch nicht krampfhaft probieren, an die vorbeizukommen, das wäre blöd. Aber es war ein eigener Fehler, da bin ich zu stark aufs Gas und über den Körb gefahren, das ist selber schuld gewesen. Wir sind bereit, komm jetzt an die Box. Hier ist kein DRS. Hallo? Wo sind die DRS gerade hier? Hey! Ah, danke. Ich muss schon sagen, wie kriegt man DRS? Kommt auch rein, okay. So, komm, Jungs. Gute Arbeit. Dann bleiben wir nämlich an Raikön dran. Bitte, 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 bitte. Ah, scheiße!
Jetzt habe ich mir gedacht, die könnten mal gute Arbeit leisten, aber wir sind direkt hinter ihm. Wir haben sogar Zeit verloren, glaube ich, so wie es ausschaut. Pass auf, dass du bei der Boxenausfahrt nicht die weiße Linie überfährst. Sonst gibt es eine Strafe. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Könnt ihr mal etwas Benzin durchhauen, ne? Wir haben nicht den schnellen Modus eingestellt, so wie ich das im Kopf habe. Deswegen machen wir doch mal Folgendes. So. Habe ich zwar ein bisschen verloren, weil ich jetzt erstmal einstellen musste kurz, aber es sollte mir eigentlich doch Vorteile bringen insgesamt. Wie Assi mein Ingenieur einfach ist. Mach Druck, dann baut ein Unfall, dann stirbt er vielleicht qualvoll in einer großen Flammenwolke. Das hätte er jetzt sagen können, aber er hat einfach gesagt, mach Druck, dann macht er vielleicht einen Fehler. Du kannst mit der Spitze mithalten. Echt? Wow. Die Spitze kann nicht so geil hüpfen, ne? Ja, ich bin gut. Ja, kann die sicher nicht. Scheiße, wer kommt nach vorne raus? Nicht, dass der vor mir war und dann nicht jetzt vor mir ist. Also nicht, dass er nicht vor mir war und jetzt vor mir ist. Oh, Vern hat aufgeholt. Scheiße! Nicht gut! Ich muss ihn nur über eine Sekunde halten, weil sonst habe ich gleich Probleme auf der Geraden. Dann kann ich nämlich erstmal seinen Rücklichter sehen. Oder beziehungsweise seinen Heckspoiler. Rücklichter haben die Formel 1 Autos im normalen Rennen ja nicht an. Außer es regnet oder es ist ein bisschen dunkel. Da haben sie diese Blinklichter an. Oh, das war knapp. Vernier ist direkt hinter dir. Dafür versauen wir einfach mal die Handlerkurve komplett. Ach, scheiße. Oder kriegt er jetzt trotzdem erst hier? Nee, sollte er nicht, nee. Gut. Aber Maldonado ist jetzt vor mir, nicht mehr Raikön, okay. Ist die Frage, war Maldonado vorher auch schon vor mir? Hat so einen Platz an Raikön abgegeben oder er ist echt zwischengerutscht. Das wäre nicht echt scheiße jetzt, dass wir Platz verloren hätten. Ich kann dir auch mal gerade einen Platz abgeben, weil wir mit 100%ig DRS haben, damit kannst du jetzt rechnen. Ist nichts von abzuweisen, der ist nämlich so nah dran. Oh Mann, das muss doch nicht sein. Ja, toll. Wir können auch direkt schon mal vorher vorbeilassen, weil wir uns einfach mal komplett in die Haarnadel reinbremsen. Scheiße. Ja, ist das Problem. Ich könnte nach vorne eigentlich falten, nur ich muss mich jetzt echt nach hinten konzentrieren, damit der nicht vorbeikommt. Arschlecken. Kannst dich mit deinem DRS-Ersatz wohl schieben. Ich weiß, ein richtiger Assi-Fahrer ist und keiner wird das in echt Formel 1 machen, beziehungsweise wird man eine echte Strafe kassieren dafür. Aber solange es geht, mache ich das. Mach ich auch schon die ganze Zeit, nur es bringt mir nichts. Diese Kackkarre ist ein hoffnungsloser Fall. Mann. Ich hab einen Scheißplatz an Maldonado verloren, das kotzt mich voll an. Ist der durch den Boxenstopp vorbeigeschlüpft, ist der Penner.
Und wieder geht das Katz-Maus-Spiel los mit dem DRS. Na komm, zeig dich und dann gibt's wieder ein bisschen Zickzack-Fahren und ist gut. Scheiße. Das war ja nicht absichtlich. Wenn er Platz machen würde, hätte ich ihn nicht getuschiert. Also, Ruhe. Oha. Da hat sich aber jemand aufgelöst. Beziehungsweise wurde ihm geholfen, dabei aufgelöst zu werden. Scheiße. Ja, da vorne steht er jetzt kaputt. Perez ist kaputt. Hahaha. Gut, da haben wir nochmal den 12. Platz wieder inne. Nur Problem ist, wir haben jetzt gerade zwei Autos jetzt schon hinter uns. Hätte mir eigentlich den 10. Platz auf, nur die beiden Kollegen machen hier gerade schon Stress. Ab jetzt. Rosberg und Wörn, okay. Weiß ich schon mal. Ach, scheiße, wie ich vom Kaliber hinter mir habe. Vorteil ist, Wörn muss sich jetzt auch gegen Rosberg verteidigen. Heißt also, ich kann mich wieder ein bisschen vielleicht absetzen, wenn es gut geht. Ey, wenn Rosberg jetzt auch noch hinterher zieht, dann raste ich gleich, wenn die beiden... Ruhe, Stich, jetzt nein! Bremse ab, jetzt, danke. Bleib ich ihm noch vorne. Komm, es kann sich doch noch jemand zerlegen vor mir. Also zwei Leute so ungefähr. Würde mir vollkommen ausreichen. Hätte ich nämlich einen Punkt, das wäre vollkommen okay. So ist es in Ordnung. Es ist Schadensbegrenzung von Platz 24. Rosberg, lass doch nicht abfallen. Du kannst dich doch ein bisschen mit Wern kloppen. Wie wär's? Komm schon. Unterstütz mich mal ein bisschen. Ich bin der Landsmann, meine Fresse. Scheiße! Tschüssi, Towski, Kacke. Nee, Rosberg, du kannst knicken. Also zwei... Hallo! Ich hab mal was missverstanden mit, du kannst knicken. Ein Toro Rosso ist jetzt vor dir. Ein Fehler gemacht und schon nochmal einen Platz verloren. Ja, läuft ja supi. Und Rosberg hat Kers. DRS, wie so weit... Oh, ich auch. Hallo? Ich hab DRS, nicht nur du. Oh, shit. Das war jetzt nochmal ein letztes Jahr Bremsmanöver auf letzter Rille. Guck mal, wer vor uns fährt, da gelb. Die Wester, ich war runde, mein Teamkollegen, ja. Ach, schön, das entschädigt alles. Das entschädigt alles. Nein, Alter, was ist denn los? Ja, genau. Oh, jetzt fängt die Karre. Jetzt kriegst du wieder nicht von der Wand weg. Komm. Du bist weiter zurückgefallen. Platz. Oh, ey. Ich hasse es, wenn die Karre sich so dreht, dass sich an der Leitplanke verkeilt, sich nicht mehr wegziehen lässt. Dass sich nicht mehr ohne Rückwärtsfahren weggeht. Das ist voll für den Arsch. Jetzt fangen die Reifen. Alter. Die Hinterreifen fangen schon wieder so an. Mir kann doch keiner sagen, der Reifenverschleiß ist verbessert worden. Die harten Reifen sind mit dem Auto immer noch scheiße. Sind sie einfach, weil ihr seht ja, das ist, kann ja nicht normal sein, dass sie schon nach der kurzen Zeit jetzt kaputter sind als irgendwelche Weichen. Das geht nicht. Wieder keine Punkte, schade. Aber gut, wir haben auf jeden Fall unser Team bewiesen, wir haben 10 Plätze aufgeholt. Wir können fahren. Nur im Qualifying halt nicht. Oder ist jemand sogar in der Box? Komm. Ist das denn? Toll, der bringt uns gar nichts. So, vorne ist die Wester. Die muss jetzt mal kurz catchen werden. Kurze Unterbrechung. So, da bin ich jetzt auch wieder zurück. Musste ganz kurz mal unten helfen. Und jetzt können wir auch weiterfahren. So.
Einzige, was das alles hier wieder entschädigt, ist, dass da vorne unser Teamkollege fährt. Und nein, er fährt keinen Platz vor uns, sondern er ist eine Runde zurück. Ach, ist das schön. Ah, jetzt ersticke ich gerade meinen eigenen Spucker. Alter, das ist echt heftig, diese Ragen. Ich will das mal fragen unter euch. Ist es bei euch auch so, dass die Reifen so übelst heftig abbauen, so wie die harten, wie ihr seht? Die Weichen sind ja komplett okay bei diesem Wagen, nur harte Reifen sind beim Force India echt für den Arsch. Ich fahre normal wie mit den Weichen auch, normal müssen die Weichen im Arsch sein. Wie wir aber sehen, gehen bei mir die harten in den Arsch, warum auch immer. Zwischen dir und dem Auto vor dir liegen etwa 10 Sekunden. Und es ist für mich echt ein Rätsel, dass die Karre so übelst sind bei harten Reifen abbaut und das Reifenproblem ist nicht in den Griff gekommen. Und so wie das ja in dem Artikel da steht, wird das auch bei diesem Auto, zumindest diese Saison, noch so bleiben. Also ich hoffe, ich kriege nächstes Jahr ein wettbewerbsfähiges Auto, wo Reifen nicht direkt im Arsch sind. Weil das ist echt nicht scheiße, ist echt scheiße, wie ich damit fahren muss in diesem Auto. Ich kann eben ja nach Kurven jetzt nicht mehr so viel Gas geben, weil mir direkt das Heck kommt. Das Auto hinter dir holt auf. Seine Rundenzeiten sind viel schneller. Ja, wundert mich ja nicht. Ich kann schon wieder nicht pushen, weil die Karre mit ihrem blöden Reifen am Arsch ist. So typisch, ey. Mann, das kotzt mich an diesem Auto so übelst an. Du hast 6 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. Auf geht's. So, dann geht's gleich in die letzte Runde. 14. finde ich vollkommen okay, 10 Plätze gut gemacht. Ich finde, damit kann man sehr gut leben. Beziehungsweise ich kann's. Also wenn ich finde es in Ordnung. Ist klar, es ging besser. Wir haben einen Platz allein abgegeben, wegen einem dummen Fehler. Und ja, wenn wir ein bisschen besser und konstanter gefahren, hätten wir auch vielleicht einen Punkt erreichen können. Das wäre vielleicht sogar möglich gewesen, mit Glück. Aber naja, ich rette jetzt erstmal den 14. Platz nach Hause, weil Ricciardo kommt nämlich auch immer weiter ran. Ich kann ja nicht mal pushen, weil der Wagen so für den Arsch ist aktuell, wieder mit den Reifen. Wir sehen es jetzt ja schon wieder komplett gelb. Ja, wenn wir jetzt auch noch mehr Runden fahren, Ricciardo wird mich einholen, damit kannst du rechnen. Es waren vorher gerade 6 Sekunden, jetzt sitzt du auf 3,5, ihr seht, der hat 3 Sekunden schon wieder aufgeholt. Weil ich einfach nicht mit diesem Wagen mehr Gas geben kann nach Kurven. Ich kann nicht mehr so pushen wie am Anfang. Der Grip ist einfach nicht da, den ich bräuchte, um damit Vollgas zu geben nach dem Kurvenausgang. Oder im Kurvenausgang halt. Schade, schade. Ich hoffe, ich kriege nächstes Jahr einen besseren Vertrag, auch wenn es so ein sauber ist zum Beispiel. Da wäre ich auch vollkommen zufrieden, zu sauber zu wechseln. Nun muss ich erstmal von denen einen Vertrag vorgelegt bekommen. Und naja, bisher sieht es nicht gut aus, als wird uns so ein Team wollen. Selbst sauber will uns, denke ich mal, nicht. Wieder ein bisschen verbremst, egal. Gott, wie Ricciardo jetzt so rangekommen ist. Da ist er schon. Aber egal, wir haben den 14. Platz gesichert und sonst ist mir alles scheißegal. Ziel erreicht. Teamkollegen locker besiegt. So läuft das. Ja, damit kann ich zufrieden sein. Läuft doch. Endlich mal wieder ein kleines Stückchen Hoffnung jetzt nach den zwei Rennen. Geht doch mal. Let's Play nur 5 Punkte gegen Paul Di Resta. Beim Rennen in Montreal kam es dieses Wochenende wieder zu einem spannenden Team-Intern-Duell, bei dem Force India-Fahrer Let's Play nur 5 vor Paul Di Resta landete. Zweifelslos wird Di Resta im nächsten Rennen den Spieß umdrehen wollen. Christian Horner ist ein Riesentalent. Red Bull-Boss Christian Horner war voll des Lobes für seinen Fahrer Sebastian Vettel, der in Montreal aufs Podium gefahren ist. Er ist ein Riesentalent, dieser Junge kann ohne jede Frage ein ganz großer werden. Der Teamkollege von Vettel dürfte darüber allerdings nicht ganz so euphorisch sein. Reifenprobleme beseitigt, Arschlecken-Reifenprobleme beseitigt, Reifenprobleme noch mehr vorhanden als je zuvor. Mann. Es kotzt mich so an, dass diese Reifen so übelst abbauen. Naja, gut, wir sind auf jeden Fall im nächsten Rennen in Europa. Europa ist welche Strecke?
Valencia, okay, oha. Okay, wir sehen auf jeden Fall nächstes Mal in der Valencia. Ich bin der 5, haut rein, bis dann, ciao.